Oh, das ist jetzt doof. Genau. Das ist schade, dass das nicht geklappt hat. Eigentlich wollte ich mich nur hinter der Wand verstecken, um in Ruhe einen Trank zu trinken. Oh. Euch kenne ich. Oh. Ich muss unbedingt... Oh. Wo ist Nummer 2? Da ist Nummer 2. Ich muss unbedingt schnelleres Zaubern lernen. Weil, ne? Ihr merkt schon. Es ist ein wenig schmerzhaft, wenn die zu schnell zu nah rankommen und hauen. So, weg mit dir. Trinken. So, gib her. Feuerbombe. Nee. Nee. Ihr habt alle schon geschossen. Ich glaube, die müssten jetzt alle tot sein hier drin. Das waren 3 oder 4 und wir haben 3 oder 4 gerade gekillt. Also runter. Oh, upf. Alter Schwede. Dich habe ich vergessen. Ah. Jetzt, wo können wir das Ding reindrücken? Hier. Und ich höre schon wieder Schritte. Wo zum Geier kommt ihr alle her? Weg. Weg. Ah. Hier Ding reindrücken. Benutze Ferrous Lockstone. Ja. Tschung, komisches Licht ist an. Und da leuchtet eine Wand. Hau. Ah. Und Kisten. Sehr gut. Bist du eine richtige Kiste? Ja. Bist du eine richtige Kiste? Ja. Okay, öffnen. Gib mir bitte einen Zauberstab oder eine Robe. Titanite Slab. Also zum Aufstufen von Waffen. Lauter andere Spieler hier. Okay. Chloranthi-Ring. Oh, den kennen wir. Equipment. Den setzen wir auch gleich mal an. Nicht da. Da. Hier. Und fast kein Text. Erhöht Stamina-Regeneration. Dieser Ring ist benannt für seinen dekorativen grünen Kranz in der Richtung. Aber es hat sich ein wenig abgetragen mit der Zeit. Ja. Mir hilft es auf jeden Fall dabei, eine höhere Stamina-Regeneration zu haben. Das seht ihr jetzt an dem kleinen Symbol da unter unserer Stamina-Anzeige. Da kommen die Buffs hier hin. Ist jetzt für uns als Magier, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Aber als Nahkämpfer ist es halt unentbehrlich. So, also das Ding hätten wir jetzt also auch. Das heißt, großer Junge, du da. Oh, wir können jetzt ja... Es geht, ich kann snipern. Okay, den hätte ich auch so treffen können. Großer Spruch, nee, bewahre ich mir für den richtigen Boss auf. Du bist kein richtiger Boss. Und ich kann so kurz antippen. Aber der verliert sofort das Ziel wieder. Ich weiß nicht, was das soll. Aber ich zauber einfach mal. Oh oh. Nein, nein, nein. Hey, ich bin nicht tot. Irgendwie hätte ich damit gerechnet, dass er bei... Genau, bei so einer schweren Attacke uns one-hitten kann. Weg. Trinken. So, also wie... Was war das gerade? Versuche rechts und dann sichere Zone voraus. Oh, rechts. Okay. Hier ist noch Zeug zum Kaputtrollen. Messer, 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 Messer. Dich können wir nicht irgendwie... Nee. Das ist eine Schwarzpulverfässer. Unsere Robe ist also vollkommen getränkt in Schwarzpulver. Aber nirgendwo irgendwo ein Funkel, ächzende Ding drin oder so. Schade. Noch mehr Schwarzpulver. Nee, gar nix. Alles für die Katz. Oh, du lebst. Also, ne? Was ihr halt so Leben nennt. Und hier ist noch so ein Baum. Examen.
Nichts passiert. Ja. Sehen ein wenig humanoid aus. Also unten Beine, der Kopf mit der Kapuze da. Oder soll das ein Mund sein? Mit den Dingen werden wir uns nochmal auseinandersetzen müssen, denke ich. Und da ist Loot. Wenigstens etwas. Was haben wir denn da? Eine große Seele eines verlorenen Soldaten. Oh, sieht verdächtig aus? Nee, okay. Hier geht's hoch. Lauf, 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 lauf. Und jetzt sind wir wieder... Ah, okay. Wir sind jetzt an der Stelle, wo wir letztes Mal waren, wo wir nicht wussten, wie wir hier hinkommen. Das ist gut. Das gucken wir mal zu Ende. Und ich sehe da eine Kiste. Light Crossbow, ja, nicht ganz so interessant. Ah, ist ganz schön dunkel hier. Blut, Blut, Kiste, Blut. Was? Oh, und da oben ist auch noch was. Okay, versuche ich erstmal da ranzukommen. Und spring. Nee. Oh, oh. Deswegen das Blut, oder? Ja, 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 ja. Und ne. Könntest du ein bisschen näher rankommen vielleicht? Ja, super. Dankeschön. Mitnehmen. Trinken. Das war die letzte Flasche. Aber wir haben ja noch 18 Live-Games, das ist okay. Also nochmal das Ganze. Also nochmal versuchen rüber zu springen. Und wenn das dann nicht klappt, dann unten versuchen die Kiste zu öffnen. Wenn da nicht noch ein Gegner ist. Was gucken wir dann gleich. Kann ich vielleicht von hier irgendwie zur Kiste abkürzen? Nö. Ich muss einfach nur richtig springen. Das sollte eigentlich machbar sein. Wenn man nicht oben gegen das Ding dagegen donnert. Okay, muss ich mal eine bessere Stelle suchen. Bist du wirklich eine Kiste? Ja. Mailbreaker und Infantry Helm. Mailbreaker müsste... Waffen? Dum, dum, dum. Short Sword, Broken Sword, Foot Soldier. Mailbreaker. Kurze Reichweite, aber starke kritische Attacke. Und hat Shield Piercing. Boah, für uns aber nicht interessant. Können wir hier noch irgendwas benutzen? Nee. Das heißt, wir müssen jetzt wieder runter. Dann müssen wir hier wieder... Ah, nicht hier. Hier wieder hoch. Und dann, bevor wir jetzt nochmal versuchen, da irgendwo hinzuspringen, muss geguckt werden, wo oben, ne, Decke ist. Weil das bringt nichts, wenn man springt und sofort im Kopf irgendwo gegendonnert. So, lauf, 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 lauf. Dafür ist der Chlorinzi-Ring, oder wie er heißt, ganz praktisch. Für Stamina-Regeneration beim Laufen. Ne, hier ist überall recht schnell Decke. Ich glaube, hier ist mit am besten. Ah, sehr gut. Was haben wir da? Eine Fackel und eine Seelenbatterie. Okay. Und auch zurückgeschafft. Sehr gut. Da geht's nicht weiter und das hier ist sehr verdächtig. Aber hier ist nichts. Nur eine Fackel. Wir haben leider keine Möglichkeit, die Fackel jetzt einfach so anzuzünden. Das heißt, wir können nicht testen, ob die Wand da vielleicht irgendwie ein Secret hat, wenn die Fackel leuchtet. Dazu müssten wir erstmal zu einem Leuchtfeuer gehen. Da eine Fackel anzünden und dann von da aus bis ganz hier hinten laufen. Problem. Ich glaube, wenn wir dann... Oh, können wir hier durch? Crash, 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 crash. Ja, also wir können jetzt jederzeit doch in das Gebiet zurück, wo... Ne? Was hier hinter dem Gitter ist. Und zwar rückwärts einfach das Ganze. Gut zu wissen. Trotzdem hätte ich jetzt ganz gerne... Flupp. Au. Trotzdem hätte ich jetzt ganz gerne... einen Leuchtfeuer. Ja. Also wir müssen jetzt ganz zurück. Hallo Geist. Wir müssen jetzt ganz zurück und ich darf nicht... beim Leuchtfeuer drücken, dass ich es aktivieren möchte. Wenn ich es nämlich aktiviere, dann müssten wir nochmal alle Gegner töten. Das will ich gar nicht. Ich will nur die Fackel anzünden. Ich glaube, das konnte man mit Y irgendwie toggeln. Also auswählen.
Warum ist da gerade eine Leiche runtergefallen? Du da. Sehr komisch, sehr komisch. Ah, und das Ding können wir auch mal anzünden. So, hier hoch. Flupp. Und ich habe keine Ahnung, ob es wirklich was bringt. Aber es wird bestimmt irgendein Achievement losgehen, wenn man richtig viele Fackeln anzündet und dergleichen. So, stopp. Rest at Bonfire. Nein. Y toggle. Light the torch. Zack. So, ich habe jetzt 35 Minuten. Das heißt nicht, dass wir 35 Minuten mit einer Fackel haben. Das heißt, alle Fackeln, die ich in meinem Inventar habe, bringen mir insgesamt 35 Minuten Fackelzeit. Das heißt, mal eben AFK gehen und dann wiederkommen und dann sind alle Fackeln, die man hatte, weg. Das ist ziemlich doof. Also, da ein bisschen aufpassen. So. Schon wieder. Da ist ein Typ oben auf der Mauer, der schmeißt immer wieder Leichen runter. Das ist ein sehr skurriles Hobby. Okay. Jops. So. Hatten wir hier auch vielleicht irgendwo noch eine Fackel? Ich glaube ja, unten bei dem Ferris Lockstone Ding. So, ja, hier. Frisch. Macht aber gar nichts. Da waren zwei Kisten. Da hinten war die Tür, die wir eventuell hätten gar nicht öffnen. Oh, ja, nee. Das hätte ich nicht machen sollen. Geh hoch. So, kommst du mir hinterher? Anscheinend nicht. Okay, sehr gut. Weiter. Bei dem ganzen Schwarzpulverfässern vorbei. Die aber eigentlich noch kaputt sein müssten. Ja, sehr gut. Dann hier rum, hier rum, hier rum. Was passiert, wenn wir mit einem mit einer Fackel zu einem alten, verknöcherten Baum gehen? Nichts. Okay. Hätte Gas nicht enden können, dass er irgendwann aufsteht und sagt, ey, fackel mich nicht an, du kleiner Pupser. Und dann tritt er uns tot. Könnte ich mir gut vorstellen. Da. So, jetzt komm, bitte mach irgendwas. Hier war nur das eine Ding, ne? Ja. Flop. Das macht gar nichts. Schade. Aber das ist doch sehr verdächtig. Einfach so ein Gang, der nichts endet. Das macht doch keinen Sinn. Welcher Baumeister stellt sich hin und sagt, ach, ich mach mal einen langen Gang. Wo führt der Hinmeister? Nirgendwo hin. Ja. Okay. Ich mach dich mal weg. Kann ich dich wieder rausholen? Oh. Equipment da. Fackel? Man kann Fackeln nicht direkt anwählen. Das heißt, ich habe die Fackel gerade weggesteckt. Und wenn ich sie jetzt wieder anzünden wollen würde, müsste ich jetzt zu einem der brennenden Fackeln gehen. Okay. Ja, okay. Dann muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ja, noch was? Oh, warte mal. Fast so aus, als könnte man da... Ne. Heilen. Oh, hallo Jungs. Ah, sogar ein mit dem Schild gleich erwischt. Zwei mit dem Schild gleich erwischt. Sehr gut. Hollow Shield. Ah, das ist ein krasses Schwert. Was steht denn hier so? Stamina-Verlust voraus. Falle oben und auf hinten aufpassen. Erstmal hole ich mir den Loot. Dann kann ich in Ruhe sterben. Du, gib mir, genau, Armor Herbs. Für, zaha, was ist so, au, 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 hey. Genau. Wo kamst du her? Warst du die Falle von oben? Von hinten soll noch was kommen.
Loot von ihm. Ah, es ist die Falle von hinten. Warum, warum, warum? Hey, 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 komm. Genau, unterbrech ihn, unterbrech ihn, unterbrech ihn. Alles gut. Genau, spam ihn tot, ist egal. Schieß Seelenbolzen auf seine vergammelte Leiche. Mann.